Moin, heute einmal Notfüttern in der Obstplantage. Du siehst, es blüht alles, es ist wundervoll, ein Traum, aber leider macht das Wetter nicht mit. Wir hatten im Mai bisher 2 Tage mit 24 Grad und Sonnenschein und alle anderen Tage waren zwischen 10 und 15 Grad und Regen. Und schaut man sich den Wetterbericht an für die nächsten 2 Wochen, dann wird das nicht besser. Schwieriges Jahr, Zeit für den Imker zu handeln. Also Wasser aufsetzen und zum Kochen bringen, dann löst sich der Zucker besser. Und dann wird das heiße Wasser, das kochende Wasser, in die Eimer verteilt. In jedem Eimer sind 1,5 bis 2 Kilogramm Zucker. Und da kommt jetzt Wasser dazu, um das aufzulösen. Ich weiß, man könnte das auch alles in einem Eimer anrühren, aber dann ist die Gefahr des Kleckerns immer so groß. Und so weiß ich, dass erstens jedes Volk gleich viel bekommt und zweitens, dass ich nicht kleckere. Hat man alles aufgeteilt, dann muss kräftig umgerührt werden, bis sich nichts mehr absetzt und der komplette Zucker gut im Wasser aufgelöst ist. Ja, und spätabends in der Obstplantage wird dann einmal nochmal vorsichtshalber kontrolliert, wie der Futterstand bei den Bienen aussieht. Ich hatte jetzt von allen Völkern, die in der Obstplantage stehen, also 35 Hektar Obstplantage, da war ein einziges Volk, das im Honigraum so gut Futter hatte, dass ich vom Füttern abgesehen habe. Bei den meisten Völkern ist der Honigraum in der Tat leer. Aber ich heb die trotzdem immer einmal kurz an. Dann kommt die Futterzarge drauf. Und unser Zuckerwasser in die Futterzarge. Das Ganze noch einmal aus einer anderen Perspektive. Und da sieht man auch gleich einen Fehler. Beobachtet mal die Folie im Hintergrund. Sowas sollte man nie tun. Fleißig das Zuckerwasser einfüllen und schwupps, da ist die Folie verschwunden. Damit die Mädels das leichter haben zu finden, lasse ich noch die letzten paar Tropfen in den Honigraum und in den Brutraum runterlaufen. Und jetzt heißt es Daumen drücken, dass die Bienen nicht verhungern.